Das Digital Education Lab ist ein Projekt der IHK Berlin, was 2023 eröffnet wurde. Und das Ziel ist es, hier einen Ort für digitale Bildungsinnovationen zu schaffen. Was war denn das Problem mit Mathe? Ich glaube, wenn ich hier jeden im Raum frage, da hat jeder und jede so seine eigene Geschichte. Aber es geht so nicht weiter, ne, wenn man sich die Ergebnisse von PISA anguckt. Und auch die Abbruchquoten. Wir haben ja im Moment die höchste Lösequote bei Ausbildungsverträgen, 30% historisch. Ne? Und das aufgrund von Mathe oftmals. Etablierte Unternehmen können Startups hier kennenlernen, können Lösungen entdecken, die sie selber potenziell auch noch weiterbringen können oder womit sie selber ihr Angebot stärken können oder sich zum Beispiel als attraktiver Ausbildungsbetrieb noch stärker präsentieren können. Was wir versuchen, ist mit unserem Bildungskonzept Bildung spannend zu machen, erlebbar, anfassbar. Man muss immer bei unseren Zukunftsträgerinnen, das sind Schüler, Azubis, Studenten, anfangen, ansetzen und die tragen es auch weiter in die Unternehmen, auch in die Gesellschaft. Ohne digitale Möglichkeiten oder digitale Tools ist es sehr schwer, an Auszubildende zu kommen, weil das Leben für die Gen Z nun mal online stattfindet. Es scheint sich was verändert zu haben. Weil die Leute kommen, sowohl Betriebe als auch Schulen, kommen auf uns zu und suchen nach digitalen Lösungen. Das ist erlebbares Lernen für uns, um Lernen so spannend zu machen, dass man die Teilnehmer nicht zwingt zu lernen, sondern dass sie es freiwillig annehmen und eigenständig sich dahin vertiefen, um weiterzulernen.